Scheiße. Mhm. Weil dieses Character-Switchen ist auch anstrengend, deswegen. Einfach reduzieren, ne? Genau. Na, wenn wollte es so. Und deshalb ist es okay? Du hast ihn doch selbst gesehen. Verdammt, glaubst du echt, er wollte es so? Schluss jetzt, Sergeant. Ja, klar. Noch mehr Blut an den Händen. Es ist der Kern. Fuck, er ist tot. Dankeschön, Belgier Wolf. Alter. Die 12 Monate. Alter, stelle vor, du findest den so. Ganz ehrlich, er war schon totgeweiht, als wir aus dem Heli raus sind. Denkst du, Rachel war bei ihm? Ich weiß nicht, Kumpel. Hey, wir können hier nichts mehr tun. Wir müssen uns erstmal irgendwo verschanzen. Da drüben. Gehen wir. Okay. Wow. Unmöglich. So, was kommt jetzt? Sie folgen uns nicht. Hier spricht Mailman 21 Actual an alle. Hört ihr mich? Over. Joey, melde dich. Over. Joey ist tot. Wovon redest du, verdammt? Die Iraker haben ihn erwischt. Er starb in meinen Armen. Oh nein, nicht Joey. Wie zur Hölle kommen wir hier raus? Ey, ey, ey. Wir müssen uns hier einbunkern, eine Verteidigungslinie errichten und uns etwas Platz zum Atmen schaffen. Gott sei Dank endlich einer, der mal mitdenkt ein bisschen. Die Statuen. Nick! Speicher's ab und reiß dich zusammen, verdammt! Was ist das hier? Jedenfalls nicht das Depot. Die Mission ist ein Flop. Wären wir doch nur im Heli geblieben. Das hier unten ist schlimmer als alles, was wir je erlebt haben. Ganz eindeutig. Sorry. Alter. Wollen wir bestraft werden? Für unsere Sünden? Alter, ich hab mich so erschrocken gerade. Du kannst dich einfach aus der Dunkelheit rausrülpsen. Was hast du getan? Das weißt du doch ganz genau. Mach das nicht, Nick. Wir haben eine Unschuldig auf dem Gewissen. Es ist Krieg. Nick, so was passiert? Gekotzt. Sag das nicht. Das glaubst du doch genauso wenig wie ich. Finden wir die anderen. Wir sind sicher nicht allein hier. Wir finden die anderen. Und dann gibt es Rache. Ura. Jetzt aber auf einmal das Licht ausgeht. Nee, der Generator ist irgendwann noch leer. Hm. Sehen wir uns das mal an. Er hat aber einen hohen Verbrauch. Wir wissen nicht, wie viel wir reingeschüttet haben. Wir müssen ihn wieder reparieren. Ach, fick mich. Okay. Okay. Ich mach das voll kirre, dass man sich den Kopf von den Statuen... Das ah, doch. Also Saddams Chemiewaffendepot sein. Lauft um euer Leben, wir sind verloren. So viel zu Erics protegiertem thermischen Satellitensystem. Eric hat seinen Fehler teuer bezahlen müssen. Geht ja allen so. Hey, ich will jetzt nicht Stress machen, aber mir läuft was hinterher. Ich höre das hinter mir knistern. Ich sehe nichts. Ja, ich habe ja auch gesagt, ich hör's. Nicht, ich seh's. Ja, aber und ich sehe nichts, habe ich gesagt. Ja, und ich habe gesagt, ich hör's. Ja, aber ich sehe nichts. Ja, aber ich hör's. Ach, Pia. Ich mach den jetzt heile hier, okay? Sehen wir mal nach. Wird auf einen anderen Spieler gewartet. Ich komme. Könnte Hilfe gebrauchen. Schon dabei. Hat wer die Stromrechnung nicht gezahlt, ja. Jemand hatte wohl ein großes Problem mit dem. Sabotage? Mach du die Gents, ich lenke den Killer ab. Kabel verbinden kann ich. Da steht wer. Jo. Das war mehr so eine menschliche Gestalt, Quatsch, oder? Ja. Sieht das hier etwa noch Quatsch aus?
Gute Arbeit, Sergeant. Oh. Hat da vielleicht irgendjemand überlebt in all den Jahren? Bleib wachsam. Jen Rush. Und er will das Licht ausmachen, weil es die Viecher anlockt? Verzweigung. In den Eindringling. Durchsuche die Ruinen. Oh nein. Boah, sowas finde ich immer richtig. Mit so dunklen Gängen und man weiß nicht genau, wo man hin muss und so, ne? Wir hätten links gemusst, glaube ich. Und hier geht's noch lang. Hier ist Licht. Wart auf mich. Wo bist du denn? Wart auf mich, ich bin noch am Anfang. Ja, wo bist du denn hingegangen? Ja, da. Hinter dir. Geh du vor. Du bist mutig. Das flackert. Mutig und stark. Hier lang. Da ist ein Kabel. Ja, das sehen die. Nein, das sehen die nicht. Ich muss das drücken. Ich wusste es genau. Was zum Teufel, Nick? Du bist echt dumm. Ja. Stolperdraht. Das ist so gemein. Seht einfach aus. Gegenexplosion? Nee, ich muss nur den Draht kappen. Das ist aber nicht nett. Das waren sicher die Iraker. Ach, denkst du? Das ist halt rasches Grab, die Monster legen überall Bomben. Es gibt auch mehr als nur Iraker hier, ne? Ich will es ja nicht sagen, aber... Ja. Ich untersuche mal hier das Kabel auf dem Boden. Nee, ist ein Zettel wieder zum Vorlesen. Jawohl. Oh, es hat sogar zwei Seiten. Oh, weia. Weiter April 1946. Wir haben unser Team zusammengestellt. Ganz oben auf meiner Liste stand, unleserlich, Crow, die Bulldogge von Omaha Beach. Wir haben ihn in Kairo entdeckt, als er sich in einem levantinischen Club für Geld prügelte. Crow empfahl, unleserlich, in einem Haifa haben wir meine Assistentin, die allzeit wissensdurstige Aline Journeau, aufgesammelt. Unleserlich. Warum steht das da immer? Also, ja, okay, also der Zettel ist halt so ein bisschen verwaschen und so ein bisschen schon alt und so. Deswegen. Ach so, da fehlen einfach Passagen, glaube ich. Deswegen immer unleserlich dazwischen. Mhm. Crow empfahl, unleserlich. Und in Haifa haben wir meine Assistentin, die allzeit wissenslustige Aline Journeau, aufgesammelt. Unleserlich. Bestand auf der Anwesenheit ihres eigenen Ratgebers Alice von Huyten, einem Archäologen, dessen schlechter Ruf unleserlich. Da unser Team jetzt vollständig ist, werden wir den Libanon, in den Libanon aufbrechen und von dort den Zug nach unleserlich nehmen. Auf der Rückseite geht's weiter. 21. Oktober und Oktober 46. Crow war der Crow war der Erste im Grab. Eine Ehre, die er mir Bessie seinem verdammten Maschinengewehr teilte. Warte mal, sein Maschinengewehr heißt Bessie. Habe ich das richtig verstanden gerade? Genau. Eine Ehre, die er mit Bessie seinem verdammten Maschinengewehr teilte. Okay. Die Waffe war ganz schön widerspenstig, aber sie schien... So wie eine Bessie halt. Fellahin beim Graben zu beruhigen. Der Ort wurde seit Jahrhunderten nicht betreten. Er ist nicht die letzte Ruhestätte von Alexander dem Großen, sondern vielmehr ein Tempel eines noch älteren Gottkönigs, nämlich des akkadischen Despoten Naram-Sin. Wir haben... Oh, scheiße. Ich muss das die ganze Zeit halten und dann muss ich hier runter. Okay. Wir haben uns zwar geirrt, aber Lady Bradshaw bezeichnet das Grab trotzdem als ein Jahrhundertfund. Eine Entdeckung, mit der unsere Namen in die Annalen... Alter, in die Annalen der Geschichte eingehen würde. Wenn ich mir diese ehrfurchtgebieteten Halle so ansehe, bezweifle ich das nicht im geringsten. Ja, dafür müsste man es halt überleben, damit man jemandem davon erzählen kann. Ne? Ja, true. Hast du mir leid, ich bin echt miserabel im Vorlesen, ich stotter immer voll. Alles gut. Mich stört's nicht. Oh, ich habe eine Münze. Ein Taler. Ein sehr großer Taler.
Aber hier würde es jetzt weitergehen. A59, merkt ihr das? A59. Ja. A59 ist, das ist irgendein Fundstück, das wurde kategorisiert unter A59. Ja, man kann sich diese, wir können auch mal so eine Journalpause zwischendurch machen, dass wir uns die ganzen Sachen mal angucken. Aber das Ding ist halt, dass es immer pausiert wird. Ah, nein, 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 das will ich noch nicht machen. Oh. So. Kannst du dir das hier auch angucken, wo ich hier gerade stehe? Ja. Ah, eine Vorhersehung, ne? Ja, aber hast du gesehen, was da passiert? Ja. Hast du es gesehen? Ja. Das ist seltsam. Willst du aufs Maul? Also in der Vorhersehung steht, dass du mich angreifst und ich dich abstechen muss. So habe ich das nicht gesehen. Okay. Ja, wollen wir weitergehen? Ich glaube, hier gibt es nichts sonst. Also ich habe nichts weiteres entdeckt, tatsächlich. Kann man die Granate mitnehmen? Nee. Schade. Die könnten wir brauchen. So, was hast du jetzt hier untersucht? Das kann ich mir auch nochmal angucken, glaube ich, ne? Da ist so ein Zettelchen. Ja, genau, das ist das A59. Dieser... Boah, ich will hier nicht rein. Hier ist ein Loch. A95. 59, nicht 95. Ja, lass da jetzt durch hier. Alter, meine Waffe hängt in der Luft. Das ist doch safe eine Falle. Er könnte uns unten auflauern. Sch. Leise. Ist das Joey? Er lebt noch. Kann nicht sein. Wir hören ihn doch. Unmöglich. Das ist er, definitiv. Diese verdammte Höhle, Jason. Ich sag's dir, ich hab ihn sterben sehen. Nimm's mir nicht übel, aber du bist nicht du selbst. Wir wissen es nicht. Eine Falle. Vielleicht auch nicht. Ich werde keinen mehr zurücklassen. Unverbesserlich. Unleserlich. Oh, das ist alles stressig. Und jetzt kommt jetzt noch was hinterher, oder was? Du bist jetzt wer anderes. Wir sind jetzt getrennt voneinander, glaube ich, ne? Ah, okay. Ja. Du bist Nick und ich bin Salim. Dann würde ich mich muten, Gott. Ich will das nicht alleine spielen. Das macht allein keinen Spaß. Dar? Dankeschön, Stinkekater, für die 4 Monate. Erstmal, ob es da hinten noch was anderes gibt.
Ich glaube, ich kann hier nicht anders weg. Ich fühle mich nicht ready dafür. Und so schnell lernt man springen. Und so schnell lernt man springen. Tageslicht. Tageslicht findet er also nicht so geil. Okay. Wieder was gelernt. Holy shit. Nein. Ich war eine Sekunde zu langsam. Oh Gott. Oh Gott, das war so knapp. Naja, safe ist er ja nicht. Kegli hat nur gesehen, dass die vom Licht Schaden bekommen. Das bedeutet ja nicht, dass der nicht trotzdem versucht, dich da zu holen. Okay, das ist scheiße gruselig. Wir gehen einfach weiter. Einfach nicht stehen bleiben. Es wird halt nicht besser, wenn wir stehen bleiben. Also einfach weiterschauen. Hormida, es ist mir kundig. Ja, 19. Was ist für Hagen bei Armin? Okay. Gott, ich hab so Angst. Das ist sicher Kalle. Das ist safe Kalle. Herr Tettelscott. Oh mein Gott. Ich habe so viel Schweißausbrüche. Mein ganzer Rücken ist nass. Ich bin so froh, dass ich es gerade geschafft habe, da einfach so schnell wie möglich durchzugehen. Ich hasse diese Sequenzen, in denen ich alleine bin. Ach, scheiße. Da vorne ist das Dämon. Die 7 Monate, dankeschön. Bist du das? Ja. Wir stehen das durch, aber nur zusammen. Sie reagieren wie Fledermäuse. Sie hören dich, sie jagen dich.
kenne ihre Schwäche. Sonnenlicht verbrennt sie. Die Kugeln verlangsamen sie nur. Selbst ein Trakt, der auf sie fällt, macht sie nur sauer. Holy shit. Wir schaffen das zusammen. Okay? Ihr so wippt. Ich habe gesehen, wie der Dämon eine ganze Einheit zerfleischt hat. Wir müssen außen herum. Bin bereit. Dann mal los. Okay. Eieiei. Boah, ich hätte da so keinen Bock drauf, ey. Nee. Das Klickgeräusch die ganze Zeit, das ist so widerlich. Ja, das sind wie halt so Fledermäuse, ne? War knapp. Die Quicktime-Events, die machen mich fertig. Mhm. Das Atmen finde ich am schlimmsten. Oh Scheiße. Ich hab so Angst gerade, das zu verkacken. Same. Musst du bestimmt auch nochmal jetzt was machen. Tatsächlich unerwartet. Meine Finger sind nass. Ja, meine auch. Holy shit, okay. Wie zerfleddert die schon ist, ey. Und sie stirbt halt nicht. Das geht schief. Da kommt bestimmt nochmal ein Test. Sieht ja wieder weg aus. Die erinnern mich so hart an diese Klicker aus The Last of Us. Dieses Geräusch irgendwie. Bah, ist so widerlich. Was zum Teufel ist hier unten? Alter, Mann. Biester sind überall. Meine Finger sind nass. Noch nie habe ich etwas so Bösartiges gesehen. Was sind das wohl für Dinge? Ganz ehrlich, keine Ahnung. Hab sie nicht gefragt. Okay, scheiß Amerikaner. Glaubst du an Dämonen? Früher hätte ich dich für die Frage ausgelacht. Aber jetzt? Die alten Sumerer glaubten, dass die Seelen der Toten in das Haus des Staubs gehen, wo sie von nichts als Staub leben, gequält von den Dämonen der Unterwelt. Kann ich mir nicht mehr ansatzweise vorstellen. Wie du habe ich daran nie geglaubt. Aber sieh dich um. Schau, wo wir sind, was wir gesehen haben. Gefangen im sumerischen Tempel. Unangenehm. In dieser Hölle solltest du meinen Namen kennen. Nick Hay, Sergeant. Salim Othman, Lieutenant. Iraker Armee. Shukran, Yahui. Hier ist Mainman 2-1, Angela, Mainman 3, hörst du mich, over? Klar und deutlich, LT. Sehe dein Licht, geh weiter. Ich bin gleich da, over. Ich komme zu dir.
Hör mal, du musst mir vertrauen. Sie tun dir nichts. Ich stelle mir das richtig kompliziert vor. Die Situation ist echt nicht einfach, glaube ich. Ja. Alles gut, Nick? Ja, alles gut. Dieser Plan ist dämlich. Was immer Joey passiert ist, er ist weg. Und da treiben sich wer weiß wie viele von den Dingern rum. Wir gehen zurück zum Tempel und organisieren uns. Das ist der beste Plan des ganzen Tages. Merci. Oh. Ich sehe gerade was ganz Furchtbares. Okay, dann bin ich woanders. Okay, bis später. Jo. Bitte nicht. Es muss doch irgendwann aufhören. 394 Fuß. Da hätten wir jetzt wahrscheinlich gesehen, Nick? Wenn er sich losgerissen hätte, Jason? Also losgeschnitten hätte. Danke schön nochmal, McDuttle übrigens, wegen dem Sub. Scheiße. Erik ist tot. In unserem Run. Nichts Gutes. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Ich hasse alles, was mit Wasserszenen zu tun hat. Ich hasse alles, was mit Wasserszenen zu tun hat. Und eine Blutszene macht's echt nicht besser. Aide sans frontier, car d'identité, nom, Vinay, prénom Marie, sex, female, description, du poste directeur de operations. Oui. Okay. Wir müssen versuchen, nicht in so ein tauchenden Spinner reinzukriechen. Und drüben links blubbert's. Hier ist es recht ruhig gerade. Ui. Das ist wohl eine ganze Armee.
Da links blubbert's. Hier ist es ruhig. Also gehen wir den ruhigen Weg. Und ich hoffe, ich mache damit keinen Fehler. Okay. Ja, warum geht sie denn da lang? Wir wollen hier lang. Okay. Okay. Stück für Stück. Einfach den weißen Glitzersteinchen folgen. Da vorne ist noch eins. Alles wird. Was zum? Okay. Alles wird gut. Da kommt was hinter uns. Wir bringen das einfach hinter uns. Es tut mir leid, ich bin gerade überhaupt nicht unterhaltsam, Chat. Ich habe so viel Angst gerade. Oh mein Gott. Die einzige Hoffnung, die ich habe, ist, dass ich gleich nicht mehr allein sein werde. Scheiße. Speichel. Wir können lesen, Gott sei Dank. Wir haben den schwarzen Speichel vom Schlund der Kreatur aus dem Kokon gesammelt und in Fläschchen gefüllt. Ich und andere, die an der Substanz rochen, litten danach unter Herzklopfen und Angstzuständen. Manche berichteten von eigenartigen Veränderungen in der visuellen Wahrnehmung, wie zum Beispiel anderen Farben. Wir haben in der Grabungsstätte, wo M angegriffen wurde, weitere Speichelproben genommen. Speichelproben gesichert. Der Geruch war so überwältigend, dass wir sie nur mit Atemschutzgeräten sammeln konnten. Wir empfehlen, während der Arbeit mit den Proben allzeit Atemschutzmasken zu tragen, um nicht beeinträchtigt zu werden. Eine Wirkung ähnlich der von Pilzen. Psilocybin? Fragezeichen. Okay. Also, ich kann es nicht verhindern, dass das Vieh mich einholt. Das Spiel ist ziemlich safe drauf ausgelegt. Das Spiel ist darauf ausgelegt. Ich kann es nicht verhindern. Also werden wir jetzt verfolgt und das ist, wie es ist. Und ich muss einfach
Nur hoffen, dass ich meine Tasten schnell genug drücke. Jetzt kommt er mal näher. Auch unter. Okay. Lauf! Schnell, los! Oh. Das ist die Ex-Freundin, also die neue von meinem Ex-Mann, der gestorben ist. Die in Dunkelheit weggerissen wurde. Krasse Alter, dass sie noch lebt. Naja, Ex-Freundin, weil er tot ist. Also, das ist die neue von meinem Ex-Freund, der noch mein Mann ist. Kann ich, dass du kämpfst? Nee, ich auch nicht. Was war das für ein Ding? Weiß nicht. Was auch immer, es ist nicht allein. Sorry, Chat. Wo warst du? Eins der Dinger hat mich geschnappt und hier runtergezerrt und dann liegen lassen. Fuck. Fuck ist gar kein Ausdruck dafür. Dass ich entkommen bin, war Glück. Ich bin Wissenschaftlerin. Ich glaube nicht an Glück. Sei dankbar, dass ich hier war. Ich bin dir dankbar. Danke. Semper Fi. Wir müssen raus aus diesem Loch. Also, hier hast du dich versteckt? Hast du eine Waffe? Was machst du? Ich brauch bloß Batterien für die Lampe. Du könntest auch fragen. Schon mal dran gedacht? Tut sicher weh. Ja. Tut es. Kannst du stillhalten? Gut, dass du hier bist. Naja, Schätze, ich bin auch ganz froh. Ich hab Kalle schreien hören gerade. Die Symbole habe ich bei den Hirten gesehen. Die haben wohl schon lange in dem Tal gelebt. Da geht's hoch. Aber das schaffen wir nie. Wurden wir liegen gelassen, weil sie krank ist? Das klingt danach. Siehst du doch. Klettern wird schwierig. Zusammen schaffen wir es. Dachte mir schon, dass du das sagen wirst. Hab Eric beim Klettern getroffen. Ich kann uns rausbringen.